Einen wunderschönen guten Tag. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euer Ubuntu 20.10 auf das neue Ubuntu 21.04 upgraden könnt, ohne es komplett neu zu installieren. Das Ganze machen wir ganz entspannt übers Terminal. Das ist auch gar nicht mal so schwierig. Ihr müsst nur ein, zwei Befehlen folgen, die ich euch natürlich in die Beschreibung verlinke. Da könnt ihr einfach copy-pasten. Dazu öffnen wir erstmal ein Terminal mit STRG Alt-T. Das Ganze funktioniert über eine Art Update, also kein Neuinstallieren, kein neues Herunterladen, beziehungsweise kein neues Runterladen auf CD brennen. Das klappt alles ganz wunderbar. Jetzt müssen wir erstmal mit Nano, hier mit sudo nano natürlich, etc update-manager release-upgrades. Die Datei gucken wir uns einmal an, dann müssen wir natürlich unser Passwort eingeben und schauen hier einfach mal rein, was steht hier unten. Steht hier prompt normal, dann können wir das einfach so lassen. Sollte hier jetzt irgendwas anderes stehen und ihr wollt auf 21.04 von 20.10 gehen, dann müsst ihr hier einmal normal eintragen. Die möglichen Optionen werden hier einmal aufgeführt und erklärt. Aber prompt gleich normal ist, wie der Name schon sagt, normal, dann müssen wir gar keine weiteren Sorgen haben. Dann können wir das Ganze mit STRG und X wieder beenden und einmal Updates durchführen. Das machen wir natürlich zuerst mit sudo apt-get update und zweimal das Umzeichen sudo apt-get upgrade minus y und sudo apt-get distupgrade minus y. Das kann jetzt einen kleinen Moment dauern. So, bei mir ist jetzt gar nichts passiert, weil ich vorhin schon alle Updates installiert habe. Das sind nur Updates für die aktuelle Version. Also ihr macht hier noch kein Upgrade, sondern nur ein normales, reguläres Update. Aber wir wollen ja sauber hochinstallieren. Und jetzt müssen wir noch einmal apt-get auto-remove. Jetzt wird er natürlich alle Pakete entfernen, die wir nicht mehr brauchen. Ist bei mir auch 0,0, weil ich es vorhin erst gemacht habe, um meine virtuelle Maschine hier sauber zu halten. Und nun können wir den eigentlichen Kernbefehl eingeben mit sudo, und der ist ziemlich einprägsam, do minus release upgrade. Den Befehl haut ihr jetzt mit Enter durch. Da ich den Befehl jetzt ein bisschen vor dem offiziellen Release durchführe, mache ich es noch mit minus D am Ende. Sollte Version 21.04 bereits veröffentlicht sein, dann lasst ihr das minus D weg. Denn nur diesen Befehl führt ihr das Update durch oder das Upgrade durch, wenn die 21.04 noch nicht öffentlich ist, dann haut ihr es die am Ende mit dran. Bestätigen wir auch mal mit Enter. Und jetzt sucht ihr das Ganze einmal. So, das hat eben schon ein bisschen gedauert, aber wir haben eigentlich noch nichts Wichtiges getan. Jetzt erst fragt er, möchten Sie die Systemaktualisierung starten? Zwei Pakete werden entfernt, 111 neue werden installiert, 1268 werden aktualisiert. Insgesamt muss knapp 1 GB runtergeladen werden. Diese Übertragung wird mit einer 1 Mbit DSL-Verbindung etwa 2 Stunden 90 Minuten dauern oder ungefähr einen Tag 18 Stunden mit einem 56K-Modem. Er konnte bei mir scheinbar nicht abschätzen, wie lange es dauert. Normalerweise sagt er einem das schon direkt. Also das konnte er hier offensichtlich nicht. Er warnt nochmal davor, dass die Systemaktualisierung mehrere Stunden dauern kann. Und sobald das Herunterladen abgeschlossen ist, kann der Vorgang nicht mehr abgebrochen werden. Wir müssen das jetzt mit J bestätigen oder mit N ablehnen. Ich bestätige es jetzt mal mit J. Ihr müsst natürlich wissen, was ihr tut, und dann auf Enter. So. Der Sperrbildschirm wurde deaktiviert und der Sperrbildschirm bleibt jetzt auch erstmal deaktiviert, und das müssen wir auch einmal bestätigen mit Enter. Und das wird jetzt ein bisschen dauern. So, wir bekommen jetzt noch eine kleine Warnung. Und zwar möchte er PassWD updaten, und das müssen wir einmal mit
Okay bestätigen. Das bestätigen wir einfach mit okay und dann geht das weiter. Und das auch einmal mit ja und dann geht das auch schon gleich los. Das dauert jetzt wieder einen kleinen Moment. Jetzt wird alles schön installiert. So, er ist jetzt soweit fertig. Zumindest mit der aktuellen Installation. Jetzt möchte er wissen, ob er die veralteten Pakete entfernen soll. Das wären 57 Stück. Die würde ich gleich mit entfernen, weil die brauche ich ja nicht mehr auf meinem aktuellen System. Bestätige ich wieder mit J und weiter geht's. Die Systemaktualisierung ist abgeschlossen und jetzt möchte er einmal neu gestartet werden, damit es auch wirklich einmal fertig ist. Also wieder mit J bestätigen, Enter drücken und dann wird es neu gestartet. So, nachdem wir angemeldet sind, können wir einmal reinschauen, ob denn auch wirklich eine aktuelle Version drauf ist oder ob wir hier einfach nur irgendwie übers Ohr gehauen worden, will ich fast schon sagen. Name des Betriebssystems Ubuntu 21.04. Das ist doch wundervoll. Ja, das ist doch wundervoll. Über die Neuerungen der Version werde ich jetzt in diesem Video nicht eingehen. Das kommt gegebenenfalls in einem anderen Video. Ich hoffe, ich konnte euch soweit helfen und ich wünsche euch bis dahin noch einen verbleibenden Tag, einen schönen verbleibenden Tag, selbstverständlich. Schreibt mir noch in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.